Ich erteile es Ihnen, 3 Minuten stelle ich Ihnen freiwillig ein. Der nächste Redner ist von der ÖVP, Andreas Hanger. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Bundesminister, werte Kolleginnen und Kollegen, hohes Haus. Ich möchte mich zur aktuellen Pensionsdebatte mit 2 Kennzahlen nähern. Zum einen mit der Kennzahl der Lebenserwartung und mit der Kennzahl des faktischen Pensionsantrittsalters. Ich bin selber 1968 geboren und allein in meiner Lebenszeit hat sich die Lebenserwartung um mehr als 10 Jahre erhöht. Wenn es mit der Lebenserwartung so weitergeht, dann wird jedes zweite Kind, das heute geboren wird, bereits 100 Jahre alt. Auf der anderen Seite haben wir eine Entwicklung beim faktischen Pensionsantrittsalter, wo sich seit vielen Jahren nichts bewegt. Und ich glaube, es ist auch mittlerweile politischer Konsens, dass sich in Fragen des faktischen Pensionsantrittsalters mit Sicherheit etwas bewegen muss. Faktum ist aber auch, dass man die Diskussion sehr, sehr differenziert führen muss. Und Faktum ist auch, dass man ein Pensionssystem nicht mit einem Paukenschlag ändern kann, sondern dass es hier notwendige Schritte braucht, die man auch sehr differenziert angehen muss und man natürlich auch viele Aspekte berücksichtigen muss. Zum einen natürlich, und das ist, glaube ich, einmal das Allerwichtigste, wenn wir von den Menschen verlangen, sie mögen später in Pension gehen, dann ist es das Wichtigste, dass sie gesund sind. Wir können nicht von Menschen verlangen, die über viele Jahrzehnte vielleicht am Bau gearbeitet haben, gesundheitlich gar nicht mehr in der Lage sind, länger zu arbeiten, dann hat man das zu berücksichtigen. Zum Zweiten haben wir halt auch sehr genau uns anzuschauen, die Erwerbsquote der über 55-Jährigen. Ich bin da eher kritisch und sage auch, dass natürlich die Erwerbsquote der über 55-Jährigen, dass wir im europäischen Vergleich hier ganz einfach nicht gut aufgestellt sind. Und hier braucht es aus meiner Sicht nicht nur gesetzliche Normierungen, sondern hier braucht es Anreizsysteme. Ich glaube, das wäre unheimlich wichtig, die Menschen positive Anreize zu setzen, damit sie länger arbeiten. Da gibt es verschiedene Modelle, Bonussysteme. Das Thema Aus- und Weiterbildung ist ein ganz wichtiger Aspekt. Auch ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen sich ständig qualifizieren, weil natürlich die Anforderungen am Arbeitsplatz immer höher werden. Es ist schon angesprochen worden, wir brauchen einen flexibleren Übergang vom Erwerbsleben ins Pensionsleben. Teilpension, Gleitpension sind hier die richtigen Argumente. Wir brauchen eine Abflachung der Lebenseinkommenskurve, eine Uraltforderung. Natürlich werden tendenziell ältere Arbeitnehmer aus dem Arbeitsmarkt gedrängt, weil sie natürlich auch höhere Kosten verursachen. Viele Maßnahmen sind auch im Regierungsprogramm darin verankert. Und natürlich wird die Regierung und auch die Regierungsparteien daran gemessen, dass das faktische Pensionsantrittsalter Schritt für Schritt steigt. Zur Harmonisierung der Pensionssysteme habe ich auch einen sehr pragmatischen Zugang. Natürlich macht es Sinn, die Pensionssysteme zu harmonisieren. Es ist auch schon viel passiert in der Vergangenheit. Hier braucht es aber auch Schritt-für-Schritt-Lösungen. Und ganz wichtig ist immer, wir müssen die Menschen im Blickpunkt haben, die in diesen Systemen sind, weil für diese Menschen machen wir auch die Politik. Vielen Dank. Man müsse sich die Erwerbsquote der über 55-Jährigen ansehen, sagt Andreas Hanger von der ÖVP. Hier brauche es mehr positive Anreize und einen flexibleren Umstieg in die Pension.